Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen. So, es geht weiter im Weizen. Im Lohn natürlich auch noch, muss man dazu noch sagen. Oh, ich habe euch jetzt schneller dazu geholt als beabsichtigt. Wir werden auch im nächsten, in der nächsten Folge was anderes machen. Nicht auf dem Feld, auf unserem Feld. Aus rein, wie soll ich das jetzt sagen, aus rein zeitlichen Gründen bei mir. Ich würde mir jetzt nämlich gerne, ich würde halt gerne jetzt doch was so machen, dass ich bis Montag vorproduziere. Ich bin am Wochenende nämlich nicht zu Hause, ich komme am Sonntag wieder, aber ich will mir da den Sonntag offen halten für LPG und MV, Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Tatsächlich weiß ich aber noch nicht, eigentlich müssten wir unser Rapsfeld vorbereiten, dass wir endlich mit der Aussaat beginnen. Arbeitsplan, warum kalken? Wir müssten als erstes da kalken. Das heißt, dass also das Feld muss gekalkt werden. Ja. Kalkstreuer haben wir, das ist das Schöne. Können wir uns auch gleich den nehmen in der nächsten Folge. Ja. So, gleich am Anfang gesagt, die Folge heute und morgen, Samstag- und Sonntagsfolge, wird 30 Minuten lang sein. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr ob ihr das so euch, ob ihr das so gut findet oder nicht gut findet. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob das interessant für euch wäre. Das ist diese Woche. Dieses Wochenende ist jetzt ein Test. Nächstes Wochenende wird es, je nachdem, wie ihr entscheidet, durchgezogen oder nicht. Also. Ja, ihr wisst, wie ich es meine. Wo ich nächstes Wochenende auch wieder vorproduzieren muss, weil ich da auch wieder im Cottbus bin. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin umgezogen und wohne jetzt in der Nähe von Frankfurt-Oder. Deswegen war auch hier eine Weile nichts los. Ach so, ja, das sollte man natürlich auch mal einklappen, ne, wenn man so eine Engstelle hat. Ach, es wäre zu einfach.
Oh. Seht ihr jetzt noch eine halbe Stunde im Dresch-Modus sozusagen und in der Sonntagsfolge werden wir kalken. Und wenn dann alles gut geht, werden wir dann in der Montagsfolge mit Pflügen anfangen. Weil das Fett muss ja gepflügt werden. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Was wir dann in der Dienstagsfolge machen, weiß ich noch nicht, weil ich weiß halt tatsächlich nicht, wie weit wir jetzt kommen werden. Also, ja, ihr wisst schon. Es wird wahrscheinlich am Montag oder Dienstag oder im Laufe der Woche mal ein anderes Projekt kommen, was vielleicht sehr außer der Reihe ist. Das hat nichts mit Simulation zu tun. Das ist ganz anderes Spiel. Weiß ich noch nicht, ob ich das aufnehmen werde ich es. Ob ich es hochlade, weiß ich nicht. Muss ich mir dann mal die Bildqualität angucken, weil es ist bei mir schon nicht so super. Da ging es das hier 1A. Ob ich euch das antun kann, weiß ich nicht. Aber das werden wir dann sehen, ob es hochgeladen wird oder nicht. Ist mal halt komplett was anderes. Wäre halt mal komplett was anderes so. Ja.
So, oh, da sind wir ja schon wieder gleich wieder voll hier. Eieieiei. Also das geht mittlerweile ratzfatz. Also das, ich habe hier wirklich keine Bedenken, die 120.000 Liter zu erreichen. Wir haben jetzt schon in vollen Zug unten zu stehen, den John Deere. Dann haben wir, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ach, heie. Dann haben wir hier gleich den Zug voll fast. Also ich sehe da keine Probleme. Das Feld, vom Feld ist auch genug übrig. Ich meine, wie viel haben wir jetzt runter? D. Achso, ja. Wurde ja erst gezeigt, wenn man es abgeliefert hat. So, gut. Und den Kollegen müssen wir auch noch mal tanken hier, ne? Wie ihr seht, 22%. Aber für die Folge reicht es, denke ich mal. Wäre schlimm, wenn nicht. Weil noch geht es ja gute 20 Minuten. Ich meine, klar, bald werden die Bahnen kürzer. Ich glaube, jetzt gleich kommt die letzte lange Bahn. Wenn nicht, bleibt hier noch ein kleines Müh übrig. Ja, ich glaube, ein kleines Müh bleibt noch übrig, aber... Ja. Das ist dann, kann man nicht mehr als Bahn bezeichnen. Also das ist wirklich die letzte richtig lange Bahn. Aber das ist trotzdem schlimm. Also gegenüber die anderen. Das Feld wird ja mal, es ist halt ein Tick kleiner dann noch, ne? Und jetzt fehlen dann noch halt 20.000 Liter, dann ist das Ding auch voll. Dann haben wir schon mal 1.600 Liter von dem. Ja, und dann fehlen halt nur noch 19.000. Knapp 18,4. Das ist halt nicht besonders viel, was da noch fehlt. Also ich sehe ja, dass wir das locker schaffen, weil bis da hinten geht das Feld noch, was noch zu ernten ist. Deswegen also. Der Ertrag hier auf dem Feld ist halt echt sehr gut. Meine Einschätzung. Weil ich jetzt gerade nochmal an die nächste Folge denke, ich will mal wissen, wie viel Bums der Kalkstroller braucht, wenn... Nee, leider keine Anzeige, okay, gut. Aber hier seht, Kalk nimmt da. Ein
Müssen wir bloß noch gleich dann reparieren, aber das werden wir vor der Folge machen. Weil ich bin am Überlegen, ob wir dafür den 7530 nehmen. Was wir haben, haben wir. Der steht oben. Brauche ich von hier unten keinen hocheiern? Oder ob ich den Kasi nehme? Ich habe eigentlich echt keine Lust hier von hier unten noch was wieder hochzufahren, um dann hier das wieder runterzufahren. Das ist so nicht das, was ich will. Wie viel brauchen der Flug? 170. Das ist in Ordnung. Das wird dann auf alle Fälle mit dem Kasi gemacht. Ich muss mal gucken, ob da, das weiß ich gerade nämlich nicht, ob ein Kasi mir Zapfenanschluss hat. Bringt ja nichts, wenn der kein Zapfenanschluss hat. Beim Kalkstreu wurde gemerkt. Eins. So, dann können wir hier hochfahren in aller Ruhe. Haben wir nochmal so eine Insel? Nope. Haben wir es jetzt geschafft. Oh, ja, auf alle Fälle, das reicht für heute. Der Diesel, wohlgemerkt. Was habt ihr Wochenende so vor? Ich bin heute bei der Einschulung. Von meiner Nichte. Da freue ich mich schon. Dann sind beide Nichten schon in der Schule. Eieiei. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht, das ist schon echt krass. So, dann gehen wir mal weiter ins Sport.
Hier haben wir schon wieder die 80%. Mensch, 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 Mensch. Und deswegen sage ich, ich habe keine Angst, dass ich das nicht schaffe. Es sollte eigentlich locker flockig von der Hand gehen, ne? Schaffe ich überhaupt jetzt noch die Wände oder bin ich davor schon full? Ja, die schaffe ich noch. Und wenn wir dann das Feld hier beendet haben, das Geld dafür eingesackt haben, dann haben wir da natürlich hoffen, dann werden wir mit der Rapsgeschichte halt weitermachen. Und dann geht es eigentlich auch schon auf meine zwei Grasfelder an. Die abernten. Also einmal das und einmal das am Hof hier, die das da. Ich erhoffe mir hier von ein paar Heuballen. Mach hier nur Heuballen. Das ist. Da wird ein bisschen spaßig, das Ganze. Gras ist ganz schön mau. Ja, kann ich mal gucken. Das kostet zu viel. Das könnte ich mir leisten. Das kostet zu viel. Das kostet zu viel. Das ist eigentlich auch zu weit weg, aber könnte ich mir leisten. Das kostet auch noch zu viel. Und das ist das. Oh, verdammt, Axt. Eieieiei. Das war jetzt nicht gut, was ich hier gemacht habe. Aber ja, zu spät. Ja. Ja, wir bräuchten eigentlich noch ein Grasfeld. Das, die 5 ist halt, also da oben am Hof, das ist halt relativ klein, ne? Jetzt bremse doch, du Glas. Das ist halt echt ganz schön klein. Da werden wir nicht so viel rauskriegen aus dem Feld. Und ich überlege halt mit dem dann, das Feld hier schnell zu kalken. Das werden wir doch in der Folge schaffen. Ich muss bloß jetzt noch rausfinden, wo ich den Kalk herkriege. Ja, klar. Lager für Gebrauchsmaterial. Supermarkt. Da ist eine Kalkstation. Ja, wäre zu schön, wenn das ja, gut, müssen wir dahin fahren. Bleibt uns nichts anderes übrig. Das werde ich aber oft machen.
Keine Sorge. Was haben wir eigentlich denn hier? Nee, gut, das haben wir nicht drin. Okay, gut. Das wird nämlich, denke ich mal, nicht reichen. Das ist natürlich schlecht. Klar, dass ich wieder mit einem Abladerohr hängen bleibe. Das ist doch wieder typisch ich. Ein schöner Poppy, schön Poppy gemacht. Oh ja, kann man natürlich schön mit 10 km/h lang fahren, ne? Das juckt nicht. Den Streifen hier. Problem, was werden könnte, ist tatsächlich, ja. Den Kalkaulen ist kein Thema, das, aber ja. Wie lange soll es halten? Das ist nämlich eine ganz schöne Kutscherei vom Hof bis dahin, wo der Kalk, wo die Kalkstation ist. Wohin machen wir das jetzt? Also, und wohin meine ich jetzt? Wie machen wir das jetzt? Die Kutscherei will ich euch natürlich jetzt so nicht antun. In Aufnahme. Ich weiß nicht, so eine Kutscherei, aber man müsste das eigentlich. Ja. Ha! Na, da muss ich jetzt was überlegen. Warum muss ich mir jetzt was überlegen? Weil Anhänger habe ich keine mehr, die sind beide hier Schlack.
Aber das soll es für den Samstag erstmal gewesen sein. Lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht vorhanden seid. Das würde mich sehr freuen und ich hoffe doch, wir sehen uns morgen wieder. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob wir 30 Minuten nächstes Wochenende auch wieder, also das Wochenende beibehalten sollen oder bei 20 Minuten bleiben sollen. Gerne in die Kommentare schreiben, aber ihr entscheidet das, nicht ich, ihr. So, bis dahin. Tschüss.